Es ist einiges auf YouTube passiert und natürlich ist auch wieder ein neues Kapitel gestartet von Tanzverbot und dem Regenbogenglas. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die letzten Tage gab es viel hin und her, Tanzverbot und das Regenbogenglas. Und auch heute wieder schauen wir mal rein, was da los ist mit dem Regenbogenglas. Das haben wir sehr viele Leute wieder auf Twitter geschrieben. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. 133.700 Euro Fake-Gebot für Regenbogenglas. Ja, let's go, würde ich sagen. Habt ihr fein gemacht. Oh, gracias, das ist fucking awesome. Dankeschön. Ja, meine eBay-Anzeige wurde heruntergenommen. Ihr glaubt nicht, wie ich abgegangen bin hier vom PC. Ich habe das Video online gestellt. Die eBay-Anzeige hatte nach 30 Minuten 40.000 Aufrufe mehr. Irgendwie fast doppelt so viele Aufrufe wie das Video an sich. Okay, das ist krass. Dann wurden da wirklich richtig viele Bots drauf auf die Anzeige draufgepackt. Die ging übelst hoch, so am Anfang so 25 Euro. Ich denke mir so, geil, Alter, das geht echt, echt hoch. Und ich zeige einfach diesen ganzen YouTube-Leuten, die mir einfach nicht glauben, schön reinhauen. Und was ist passiert, Alter? Es geht immer höher. Ich denke mir so, Digga, was ist denn jetzt los? Auf einmal bietet jemand 100 Euro, 200, auf einmal 700.000, 5.000, 15.000. Ich denke mir so, Alter, was geht hier gerade ab? Voll das Herz brauchen, 25.000, 70.000. Okay, also ab dem Zeitpunkt, als es über 1.000 Euro war, hätte man ja auch schon denken können, okay, es ist fake. Aber Tanzverbot hat Herzbrochen bekommen. Ob er wirklich zu dem Zeitpunkt auch geglaubt hat, dass es echte Gebote sind? Ich weiß nicht. Die Sache ist die, ich würde mich auch ärgern, wenn ich ein Gebot auf eBay machen würde. Also ich würde wahrscheinlich kein Gebot machen, was ich dann in der Öffentlichkeit sozusagen teile, weil ich wüsste, es wird irgendwelche Leute geben, die es abfacken wollen. Aber ich würde mich auch ärgern, wenn dieses Gebot so gesprengt wird. Deswegen kann ich es schon verstehen so. 100.000, 110.000, ich denke mir so, okay, 133.700 Anzeige gelöscht. Hä? Ich gehe so auf eBay, krieg so eine Benachrichtigung von denen, ja, ihre Anzeige wurde gelöscht wegen Manipulation. Ihr Account wurde möglicherweise gehackt. Okay. Digga, haben sich irgendwelche Leute einen Spaß gemacht. Ich habe so voll Herzklopfen gehabt. Ich dachte mir, ich krieg 15.000 Euro für mein Glas. Uff, Alter. Uff, 15.000 Euro für ein Glas. Tanzverbot dachte halt wirklich, das ist true. Das ist halt wirklich bitter, wenn du so denkst schon, oh mein Gott, 15.000 Euro habe ich sicher für mein Glas. Auf einmal ist das ganze Geld wieder weg. So ein bisschen wie, wenn du bei Wer wird Millionär so bis zu dieser 50.000 Euro Frage oder so kommst und dann verkackst du und sinkst wieder komplett runter auf 500 oder so, wenn du dich abgesichert hast. Ist es so? Muss man bei 16.000 absichern oder so? Ne? Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein Gefühl. Du denkst, oh, das Geld habe ich sicher und dann, boom, 500 Euro. Allen Leuten zeigen so, ihr fucking Assholes, Alter, ich habe euch alle geowned. Digga, holt euch euer Gold. Schön hier 1% Wertsteigerung. Holt euch euer Gold, als ob Gold ist doch nicht die Alternative zu McDonalds-Gläsern gewesen. Und ich hier einfach ein Glas für 7 Euro im Menü gekauft, 15.000, innerhalb einer Woche. Easy. Ja, Anzeige gelöscht, Digga. Realitätsverlust, aber ansonsten alles okay. Irgendwelche Leute wollen mich einfach verarschen, so. Ich hätte mich auch zufrieden gegeben, wären es nur 25 Euro gewesen, weil das für mich einfach nur mir die Bestätigung gegeben hätte, dass meine Aussage vielleicht nicht nicht ganz so der Wahrheit entsprach, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Also Moment mal kurz. Okay, Tanzverbot sagt, er hätte sich auch über 25 Euro gefreut, weil es ihm die Bestätigung gegeben hätte, dass seine Aussage nicht ganz der Realität entspricht, aber zumindest irgendwie so teilweise. Also meiner Ansicht nach ist zwischen 25 Euro und einem, laut Tanzverbot, 5- bis 6-stelligen Bereich noch irgendwie ein bisschen Spielraum. Also 25 Euro war ja absolut nicht das, was Tanzverbot erwartet hatte. Hätte Tanzverbot von Anfang an gesagt, ey, diese Gläser, die sind theoretisch nur 7 Euro wert, weil für 7 Euro kriegst du ein Menü plus Glas und du kannst die gerade aktuell bei eBay für 20 bis 30 Euro verkaufen, hätte ja niemand irgendwie eine andere Meinung gehabt, weil es ist ja auch true. Die Gläser gehen ja auch für 20 bis 30 Euro weg an Leute, die einfach gerne so ein Regenbogenglas haben. Ne? Die hätten gerne so ein Regenbogenglas, vor allem nochmal durch diese Diskussion, die aufgekommen ist, so das Hin und Her mit Tanzverbot und mir, yo, Gläser, und das Glas ist mittlerweile so ein Meme geworden. Ich hätte auch gerne mittlerweile ein Glas, aber ich wohne in Portugal, hier gibt es leider keine Regenbogen-McDonalds-Gläser, aber ich hätte selbst auch ein Glas gerne, aber ich kriege auch mein Glas bald, ja. Es ist bestellt für nur 30.000. Naja, auf jeden Fall, für 25 bis 30 Euro ist es ja auch realistisch, aber es hat ja niemals, Tanzverbot hat ja niemals sowas gesagt, sondern er war ja bei ganz anderen Dimensionen. Für ihn war ja schon fast klar, dass es mindestens über 10.000 Euro gehen muss. Weil sonst wäre es ja nicht 5- bis 6-stellig, ne? Von der Höhe her, so dass ich gesagt habe, irgendwann mal 100.000, aber einfach nur... Digga, was? Hä? 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 Also, hä? So, chill. Chill, alles ist gut. Ich reg mich nicht auf. Ey. Ich hätte mich auch zufrieden gegeben, wären es nur 25 Euro gewesen. Ich hätte mich auch zufrieden gegeben, wären es auch 25 Euro gewesen. Weil das für mich einfach nur mir die Bestätigung gegeben hätte, dass meine Aussage vielleicht nicht nicht ganz so der Wahrheit entsprach, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Also von der Höhe her, so dass ich gesagt habe, irgendwann mal 100.000, aber einfach nur. Als ob es so kaum Unterschied gibt zwischen 25 und 100.000 Euro.
Okay, egal. Diese Logik, die verstehe ich einfach nicht. Werde ich, glaube ich, auch nicht verstehen, aber weiter im Text. Die Genugtuung für mein Gewissen, dass das Glas mehr Wert hat als der Einkaufspreis, das wäre für mich genug gewesen. Und wenn die Auktion bei 25 Euro zu Ende gewesen wäre, dann wäre es halt so gewesen. So, dann hätte ich mich mit denen getroffen, hätte ihnen das Glas gegeben und gut ist. Aber auf einmal geht das hoch, ich kriege Herzpochen. Ich denke mir so, ja, Unge, ihr ganzen Leute, Alter, ihr könnt mich mal alle... Oh mein Gott! Wie Tanzverbot so irgendwie zu Hause sitzt und sich so denkt, jo, Unge, und diese ganzen Leute, die an mir gezweifelt haben, ihr könnt mich mal, Doppelmittelfinger geht raus. Ich kriege jetzt 10.000 Euro für das Glas, wie er sich so schon die Hände gerieben hat. So. Mann, Tanzverbot, ich sag jetzt, wie es ist, Leute. Jetzt mal Real Talk. Ich sag so, wie es ist. Ich hätte Tanzverbot auch 100.000 Euro von Herzen gegönnt für das Glas. Wenn es irgendjemand gegeben hätte, der wirklich diese Summe bezahlt hätte für sein Regenbogenglas, ich hätte mich für ihn gefreut. Ich hätte gesagt, alter Tanzverbot, Junge, du bist wirklich ein Visionär. Du hast alle Hops genommen. Geil gemacht, so. Ich hätte mich für ihn gefreut, so. Ich hätte mich für ihn gefreut. Real Talk. Ich hätte mich auch schon für 1.000 Euro extrem für ihn gefreut, weil das Glas ist halt einfach keine 1.000 Euro wert. Ja? Das Glas hat sein absolutes Limit bei vielleicht 100 Euro, wenn Tanzverbot noch eine Unterschrift drauf gibt. Bei Mega-Sammlern, Tanzverbot-Fans. Also, ich hätte es ihm von Herzen gegönnt. Ich sag's so, wie es ist. Ich hätte es ihm wirklich von Herzen gegönnt. Pass auf, hier eine Ansage, Leute. Hier eine Ansage von mir öffentlich. Wenn jemand Tanzverbot für sein Glas 100 Euro bezahlt, leg ich 100 Euro oben drauf. Okay, weil 100 Euro ist realistisch, das kriegt er auch verkauft. Wenn irgendjemand das Glas für 100 Euro kauft, ich lege nochmal 100 Euro oben drauf, dass du es geschafft hast. Okay, Ansage, wenn du es für 100 Euro verkauft kriegst, aber for real, lege ich einen 100er drauf, dann hast du 200 Euro für das Glas, dann kannst du das auch für Bares für Rares, kannst du sagen, das Ding ist gut bezahlt. Let's go. Komm, übelst die Höhenflüge. Badum badim badubudum, kurumbolumbolovodovodum. Vorbei. What? Okay, let's go. Hat sich erledigt. Anzeige gelöscht, ich werde das auch nicht mehr neu machen. eBay kriegt das... Auch er macht kein neues Gebot. Ja, Mann, dann kann man auch nicht das verkaufen. Ey, pass auf, okay, Tanzverbot, andere Deal. Okay, er macht kein neues eBay-Gebot. Okay, pass auf, folgendes. Tanzverbot, dann ist ein anderes Gebot. Jetzt Real Talk, Tanzverbot. Wenn du hier auf die Insel kommst, zu Besuch, einfach mal, wenn du Lust hast, mal irgendwie auf diese Insel zu kommen, so als Besuch, so mäßig Urlaub oder so, ja? Und du bringst dein Glas mit, dieses Originalglas, dann gebe ich dir 100 Euro dafür. Da hast du deine Flugkosten, hast du damit gedeckt. Bring das Glas, kriegst 100 Euro von mir. Wenn du mich besuchen kommst, ich kauf's dir ab, okay? Kuss geht raus. Einmal nicht hin, hier irgendwelche Fake-Auktionäre oder sowas zu löschen. Stattdessen werfen sie mir vor, dass ich meine Account-Sicherheit nicht unter Kontrolle habe. Und dann löschen sie einfach meine Anzeige, weil sie denken, dass irgendwer in meinen Namen Auktion gestartet hat. Obwohl das irgendwelche fremden Accounts waren mit null Bewertungen. Auf einmal sind da irgendwelche Accounts, wirklich, die hießen GTDF, 7.425.151 Zugverkehr hat sich verspätet mäßig. So vom Namen her, null Bewertung, können da einfach 150.000 Euro eingeben, so mäßig, weißt du? Das letzte war 133.700 Euro, was ich gesehen habe. Ich wäre auch sauer, ich verstehe es. Ich verstehe es voll ganz so. Es ist irgendwie nicht genug abgesichert auf eBay. Das ist irgendwie schade. Und das ist auch ärgerlich, dass Tanzverbot getreut wurde. Aber es ist auch irgendwie lustig gewesen für uns. Wir hatten unseren Spaß, dieses McDonalds-Glas-Geschichte war irgendwie wie funny, oder? Also ich muss sagen, das war seit langer Zeit mal wieder so ein Ding, was so, worüber man so richtig diskutieren kann, über so ein richtiges Nonsens-Thema. Einfach so ein Regenbogenglas. Und ich sage euch, ich werde mein Regenbogenglas bekommen. Kostet es, was es wollt. Ich werde noch eins bekommen. Ich denke, so wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen. eBay bestraft mich, obwohl sie das in 25 Jahren, wie lange die auch schon existieren, die existieren noch länger als das Internet, Alter. Damals hat man hier eBay noch über Flugblätter und sowas gemacht. Weißt du, die existieren einfach schon überlang und die raffen das nicht. Irgendwelche Kiddies, irgendwelche 15-Jährigen von ihr Dual-Core-Laptops können ja einfach 133.000 Euro wetten. Was hat ein Dual-Core-Laptop mit einem eBay-Gebot zu tun? Bruder, was ist los? Für ein Glas ohne? Guck mal, man muss sogar bestätigen, ja? Ich bestätige hiermit, dass meine... Was ich seltsam finde, jetzt mal abseits von dem ganzen Thema, ist, ich habe ja meinen Bart, ihr wisst ja vielleicht, ich lasse meinen Bart einfach gerade wachsen so und ich habe den auch nicht gestutzt oder so, ich lasse meinen Bart einfach wachsen, ja? So komplett auf No-Fuck-Basis. Der ist einfach komplett einfach so gewachsen. Aber Tanzverbot ist hier so richtig schön sorgfältig glatt rasiert. Überall so richtig schön so rasiert. Aber dieser Bart hier unten, er sieht aus... Der sieht, also ich weiß gar nicht, ob man so einen Bart überhaupt so hinkriegt, wenn man es will. Dieser Kontrast zwischen so mega perfekt glatt rasierter Haut und dieser Bart sieht aus wie für so einen Filmdreh als Obdachloser gestylt. Das ist das, was mich, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle beeindruckt. Ja, also wirklich beeindruckt. Dass meine Angaben wahrheitsgetreu sind und ich diesen Preis auch zahle, sofern ich die Auktion gewinne. Warum? eBay. Warum werde ich dafür bestraft? Ich kann doch nichts dafür, wenn ihr eure Sicherheitsmaßnahmen noch nicht dementsprechend angepasst habt und irgendein Lulatsch ohne E-Mail-Bestätigung einfach 133.700 Euro bieten kann.
Am Anfang war das noch cool, da haben irgendwelche Leute geboten, die wirklich Bewertungen hatten. Die haben dann hier, bis 100 ging es hoch und da dachte ich, das ist noch normal, weil da irgendwer mit 13 Bewertungen oder so hat jemand 100 Euro geboten. Ich dachte mir so, Alter, das ist geil. Ich dachte mir auch noch bis 15.000, Alter. Das ist so stark. Ich glaube, eine Sache haben Tanzbude und ich extrem gemeinsam. Und zwar, wir sind beide ziemlich naiv. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich mir ein Pankros-Video angucke, glaube ich jedes Mal, oh, könnte das vielleicht doch nicht fake sein? Irgendwie glaube ich immer wieder an das Gute in der Menschheit. Und ich denke mir immer so, ich glaube, das Video könnte nicht fake sein von den Pankros. Und jedes Mal sagen alle Leute so, Digga, Unge, das ist ja komplett fake. Raffst du was? Und Tanzbude so, ja, 100 Euro hätte mich auch gefreut. Auch bei 15.000 dachte ich noch, das wäre echt. Wer irgendjemand 15.000 Euro für ein Glas bezahlt? Für ein McDonalds-Glas. Ich hätte niemals gedacht, dass es so eskaliert. Und dann ging es halt irgendwann hoch. Hier so 70.000 Euro. Wahrscheinlich nach 20 Minuten, wa? 0-Sterne-Bewertung. Irgendwelche Leute, die ihren Account vor einer Minute registriert haben. Ja, ja, eBay ist mir ganz sympathisch. Ich gebe jetzt einfach mal all mein Geld aus, was ich mir über 25 Jahre angespart habe. Was ist denn das hier? Nee. Hat sich auch erledigt. Ich habe jetzt zwar nochmal eine eBay-Kleinanzeige gemacht, aber bringt an sich nichts mehr. So, ich wollte mit dieser Auktion den Leuten einfach nur zeigen, wie hoch das geht. Jetzt ist es ja irgendwie hoch gegangen, aber es war halt einfach fake. Weil mich Leute verarschen, weil Leute einem das nicht gönnen, weil Leute mir nicht gönnen, dass ich für meinen Seelenfrieden da einen hohen Wert drauf bekomme. Und mit eBay, ja, ganz ehrlich, ist Schrott. Ey, wirklich. Irgendwelche Leute können 100 Milliarden Euro bieten, einfach nur aus Spaß. Und der die Aktion reingestellt hat, wird dafür bestraft. So, obwohl ich ja nichts dafür kann. Ich bin doch nicht für die Sicherheitsmaßnahmen dieser Software, dieses Tools, dieser Seite zuständig. Das seid ihr, eBay. Digga. Ständig, das seid... Ansage an eBay, nächstes Video, Ansage an eBay. Ihr, eBay. Naja. Ich behalte das Glas. Ehrenmann. Bitte, 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 Tanzbude. Wenn du mich irgendwann besuchen kommst, bring dieses Glas mit. Einfach nur den Seelenfrieden haben. 25 Euro bis 100 Euro, denke ich mal, war noch real gewesen. Der Rest war fake. Was hat er gesagt? Bis 100 Euro war noch real? Ja, das denke ich auch. Bis 100 Euro, ich könnte mir sogar vorstellen, wie gesagt, bis 300 Euro könnte ich mir sogar vorstellen, wenn es so Leute gibt, die so einfach eben noch eine Freude machen wollen und so. Aber halt 5.000, 10.000, 15.000 Euro, da fängt es halt an, unrealistisch zu werden für so ein Glas. Aber nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Leute. Daumen drücken. Die Leute wollen mich eh verarschen. Hol rein. Ehrenmann in meinen Augen. Ja, sehr schade. Also eBay, oh mein Gott, dieses Standbild. eBay, macht mal was an eurer Seite. Macht mal hier so ein bisschen, ne? Sicherheit, ihr wisst. Macht mal ein bisschen Sicherheit hier auf eurer Seite.